Wir sind nochmal beim Üben von Gleichungen lösen, also Gleichungen, und zwar folgender Form. Ich möchte nochmal an Folgendes erinnern. 4x minus 3 ist bloß noch 2x. Jetzt steht auf beiden Seiten ein x, nämlich hier zweimal und hier viermal. Dann gibt es folgende Regel, damit man sich das Leben leichter machen kann. Ich zeige euch gar nicht erst, wie man es anders auch machen kann, weil das ist zu schade, da muss man zu viel schreiben. Oder ich kann es ja vielleicht doch nochmal dann zeigen. Jedenfalls kann man hier aus dieser ganzen Sache, kann man wunderbar Folgendes tun. Man sagt, diese Regel, ich nehme die wenigeren x weg und kümmere mich darum, dass die größeren x da stehen bleiben, wo sie sind. Also, gucken, wo sind weniger x? Hier sind nur 2x, hier sind 4x. Also sage ich, die hier müssen weg. Das Gegenteil von 2 Äpfeln ist minus 2 Äpfeln. Also 2x minus 2x wird dann hier eine 0 ergeben. Und 4x minus 2x ist hier bloß noch 2x. Die minus 3 ist ja unangefochten. Ich darf ja Äpfel und Birnen nicht mischen. Und es steht so da, wie es jetzt hier steht. Gibt es bis dahin Fragen? Okay. Aus der 0 machen wir uns nichts. Jetzt geht es weiter. Klapps rückwärts, das heißt erst die Strichrechnung. Minus 3 stört mich, plus 3 kommt. Und dann heißt die andere Seite hier, die linke, 2x, dann die 3 ist weg. Und 0 plus 3 ist 3. Jetzt teile ich bloß noch durch 2 und dann steht x ist gleich 3 durch 2. Das schreibe ich als Profi und habe sogar schon das Ergebnis fertig. 3 halbe, fertig. Jetzt gibt es eine Frage. Frage, ich sage es auch gleich nochmal, jawohl. Die Frage war, wieso schreibe ich hier nicht 0x? Natürlich, ich könnte es machen, aber nochmal zum Vergleich. In der Natur sagt man 0 Äpfel, da sagt man nichts dazu. Und nichts heißt auch mathematisch 0. Wenn ich die Äpfel alle wegnehme, was liegt denn auf dem Tisch? Na, nichts. Da sagt keiner 0 Äpfel, Ätschebetsch, sondern sagt jeder nichts mehr. Und nichts mehr heißt 0. Deswegen schreiben wir nicht 0x hier hin. Okay, noch weitere Fragen?